anstrengend. Ja, aber war gut auf jeden Fall. Ich meine, rüttelt alles mal durcheinander und ich glaube, ich habe gerade Muskelgruppen benutzt, die ich noch nicht mal wusste, dass ich die habe. Es ist ein sehr tolles Gerät für Beweglichkeit und Kraftkoordination, aber es ist auch wichtig, hier verletzungsfrei einzusteigen. Es hat mir gut gefallen, war sehr anstrengend. Ich kenne die Schlingtischtherapie und ich kenne unterschiedliche Therapien, da ich auch aus dem Therapiebereich komme. Für mich war es jetzt anstrengend und eine neue Erfahrung und ich finde, die Endorphine werden tatsächlich schnell freigesetzt. Ja, wirklich, das ist so anstrengend. Ich habe sogar das nicht erwartet, weil wenn du drehst mit dem ganzen Körper, meine Arme waren kaputt. Aber es macht wirklich viel Spaß. Ich spüre momentan den ganzen Körper, aber das ist nicht ganz gewöhnliches Gefühl, wie nach dem Krafttraining zum Beispiel. Du spürst deine Wohlfühlen und als ob du kannst größere Bewegungen machen. Wirklich toll. Mega geil. Boah, mega geil. Anstrengend, aber mega geil. So, die anderen Geräte sind mittlerweile schon eintönig geworden. Und hier ist das ja wirklich dein eigenes Körpergewicht, deine Dehnung. Das ist eine ganz andere Muskelpartie, die man überhaupt kennt oder beansprucht wird. Also ich würde jedem sagen, der ein bisschen Fitness oder so allgemein machen will, das ist eine ganz komplett andere Sportart und ein ganz andere Trainingsstil. Das war mega. Also ich spüre wirklich alle Muskeln, gerade wo ich noch nicht mal dachte, dass ich überhaupt Muskeln hätte, obwohl ich wirklich trainieren gehe. Es war super effektiv. Ich fühle mich gerade viel beweglicher. Es war echt anstrengend. Also ich habe es wirklich unterschätzt, weil es auch nur relativ kurz war. Und ich dachte, mein Gott, man hängt da an Seilen. Aber es war wirklich, es fühlt sich an, als hätte ich jetzt gerade wirklich 1,5 Stunden oder so trainiert. Es ist wirklich mega. Ich fühle mich richtig beweglich, richtig sportlich. Einfach top. Mega. Also auch mit so einer Betreuung oder so. Ich würde mir wünschen, dass es sowas geben würde. Also ich würde da, glaube ich, permanent daran teilnehmen. Ich habe gehofft, dass es viel wird, aber so viel habe ich doch nicht gehofft. Also der Hammer. Nee, wir kommen überhaupt zu nichts, wir sind nur dabei, die Leute aufhängen, abhängen, auch vielleicht beraten, viele fragen, was ist das, wie funktioniert das. Viele haben auch Interesse daran, sich das anzuschaffen, also Hammer. Alle, die kommen raus, die strahlen. Von allem, bei jedem, der runterkommt, der lächelt. Ne? Ich weiß nicht warum, vielleicht weil sie das jetzt vielleicht hinter sich haben oder wie, aber jeder hat Hammer, Hammer. Ja. Also Pravilo, wie das schon der Name sagt, übersetzt heißt das Richter, der richtet den Körper. Ne? Und ist ja auch logisch, seitdem wir angefangen haben zu laufen, ist alles unter Kompression. Hier haben wir die Möglichkeit, unter auseinandergezogenem Zustand sich bewegen. Und natürlich, vieles findet dann wieder den richtigen Platz, vieles lernt wieder sich neu zu bewegen, richtig bewegen auch, die Bewegungsausmaßen werden größer. Muskelaufbau ist jetzt insgesamt, der gesamte Körper. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Muskel anspanne, muss der andere am anderen Ende des Körpers auch mithalten oder vielleicht auch gegenhalten. Also der ganze Mensch, die ganze Muskulatur des Menschen wird aktiviert. Ne? Und die lernen auch untereinander zu arbeiten, was auch im Alltag vieles ausmacht. Erzähl uns mal, wo kann ich Pravilo ausprobieren? Pravilo Dortmund, Kirchlinde in meiner Praxis und bei meinem Cousin Osnabrück oder Lotte Osnabrück hat er auch ein Pravilo. Da kann man das Pravilo ausprobieren und weitere Informationen unter pravilo.de.